Hallo und willkommen zu einer weiteren kurzen Messervorstellung. Heute mit einem Messer des Herstellers Mikov aus dem schönen Mikulasovice. Ich hoffe, ich habe dem Städtenamen jetzt nicht allzu viel Gewalt angetan. In der Tschechischen Republik. Das ist ein ziemlich bekannter Hersteller von Gebrauchsmessern. Da findet man im Prinzip von den Fixed-Messern, Küchenmessern bis hin zu Alltagsmessern eigentlich alles. Das kann man sich auf alle Fälle mal anschauen. Ich habe es heute aber mit einem besonderen Modell zu tun, für mich besonders. Und zwar dem Mikov Stovka 200. Ja, das habe ich hier, wird als Multifunktionsmesser verkauft. Ich habe es nur mit einer Funktion, sozusagen einer langen Klinge. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Das erinnert sich von ungefähr an ein Victorinox-Design. Auch die Abmessungen sind ganz ähnlich. Ich kann hier mal mein Spartan daneben halten. Da sieht man eigentlich, naja, das sind dieselben Dimensionen. Ja, mit kleinen Unterschieden, aber da kommen wir jetzt noch hin. Länge geschlossen, 9 cm. Geöffnet sind wir bei knapp 16 cm. Die Öffnung geschieht über diesen Nagelhau, ganz klassisch, wie man das kennt. Da kriegt man diese Spearpoint-Klinge mit 7 cm Länge, also alles auch sozusagen wie bei den Marktführern, wenn man so will. Ja, Klinge clean, wir haben hier nur mal auf dem Ansatz Mikov stehen. Stainless Steel und Czech Republic. Ja, als Hinweis auf die Fertigung. Rückseite ist clean. Ja. Klinge ist aus 420er Edelstahl. Also auch nichts Besonderes, aber bewährt. Scharf ist das Teil auch. Kann ich so sagen. Ich habe jetzt noch nicht geschnitten, aber naja, wie das so ist. Man entwickelt ja doch ein Gespür dafür, wo man besser vorsichtig sein sollte. Und ich, ja, der Griff ist aus Kunststoff. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wenn man andere Dinge gewöhnt ist von Victorinox oder Switzer. Aber das geht alles. Ja, und das Gewicht ist natürlich schön. Wir sind hier bei 31 Gramm. Das kann man sich einfach mal so einstecken. Ja, und einstecken muss man sich's, weil es gibt hier eben nicht wie beim Victorinox noch irgendwie die Möglichkeit, über den Ring das zu befestigen oder dass es ein Lanyard Hole oder sowas gäbe. Das gibt es nicht. Ja. Aber an sich, klein, handlich, eine solide Angelegenheit, würde ich sagen. Und eben mal was anderes. Das kann man auch dazu sagen. Ja. Schönes Gebrauchsmesser, das man gerne mal dabei hat. Und eben auch die Empfehlung, Mikov, ein Hersteller, traditionsreich, mit einer großen Palette, da kann man durchaus mal schauen, ob man da fündig wird. Ja. Mikov Stovka 200. Ein schönes, leichtes Gebrauchsmesser. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dann bis zum nächsten Messer.